stand! Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga! Warte, warte, oh mein Gott. Ladies and Gentlemen, mein Herz klopft bis unter die Kalotte. Hallo. Es geht. Stimmt. Wie geht's? Papa. Here I am again, Date Teta Member. Wenn ihr euch an eure Kindheit erinnert, ihr seid so ungefähr 7, 8 Jahre alt, wie kann man sich einen Samstagmorgen bei euch vorstellen? Wow. Was habt ihr gemacht? Vor den Fernseher und hab dann so ab 6 oder sowas hatte so Cartoon-Programm. Da lief immer so Spider-Man, die Animated Series, das war so geil. Typisch Andy typisch. Oder so. Oh, Nick, ich wusste, du bist gut. Ein typisch Andy-Typ, Mann. Das hat man sofort gesehen. Direkt identifiziert mit dem. In einem Land vor unserer Zeit? Natürlich SpongeBob. Der mit dem lila Anzug und dem. Ja, DuckTales. Nein, DuckTales sind Darkwing Duck. Darkwing Duck. Darkwing Duck, genau, Darkwing, das meine ich doch damit. Simpsons habe ich auf jeden Fall als Kind auch krass gefeiert. Simpsons auch gut. Dann, ja. Ich weiß nicht, ob man das noch in Cartoons reinzählt, weil das dann so Erwachsenen-Cartoons, South Park und so eine Sachen. Eure Aufgabe wird es heute sein. Wir haben wieder SynchronsprecherInnen heute eingeladen. Okay. Und zwar sollt ihr die Cartoon- bzw. Trickfilm-Stimmen heute erraten. Oh mein Gott, ich freue mich. Okay, geil. Okay, wir schaffen das, Digga. Das wird schön nostalgisch. Ladies and Gentlemen, mein Herz klopft bis unter die Kalotte. Guck. Achso, ich darf gucken. Hallo. Wow, Legenden im Haus. Oh mein Gott. Ich krieg die Kindheit hier eingetrudelt. Ich hab so viel Fernsehen geguckt. Gut, dann würde ich sagen, ihr stellt euch bitte auf eure Position. Dann bitte ich Person Nummer 1 nach vorne. Oh mein Gott, ich bin das älteste Baby der Welt geworden. Männer trinken keine Mukomilch aus Nuckelflaschen. Sie trinken ihre Mukomilch aus einer Erwachsenentasche. Ja! Oh shit. Ja, unglaublich. Bravo. Das ist einer der schönsten Tage meines Lebens gerade. Gut, dann gebe ich die zweite Line. Das ist keine aus der Serie. Hey Leute, Emmo ist im Gebäude. Ich hab das, was sie gern wollte. Nein! Oh mein Gott! Könnte das Tabaluga sein, aber nur weil ich keine Ahnung habe, was Tabaluga so macht. Ey, ich bin gerade bei Simpsons in der Welt, in dem Baumhaus, so im Milchhaus mit Bart Simpson die ganze Zeit chillt. Kennst du das Zitat? Nein. Okay, nein. Soll ich was sagen? Ich sag also, Tabaluga. Ich sag Milhouse. Okay, jetzt müsst ihr euch einigen. Milhouse, deine Medaille. Im 100-Meter-Sprint. Danke! Dann Person Nummer 2, bitte. Nimm das Leben nicht zu ernst. Du wirst nie lebend rauskommen. Ja, okay. Boah, ist das schwierig. Das kann, man, kann ich noch mal einen Huster hören oder so? Das war wirklich krass eindeutig. Du hast es geschafft, Eko. Die Leute reden wieder von dir. Nachdem sie dachten, du wärst weg. Auf und davon und krepiert. Shit, das ist zu emotional. Ich bin ganz ruhig national. Ich geh back zu dem Anfang und sag es dir nochmal. Er hat einfach Sandy gesagt, was war mit dir? Das war Spaß, okay. Mann. Spaß. Jetzt, wo ich das so gehört habe, würde ich denken, das ist Tabaluga. So klingt ein waschechter Tabaluga. Das ist Tabaluga für dich? Meinst du? Ja, jetzt im ersten Zitat. Okay. Weißt du? Wir müssen ja noch nicht entscheiden. Ich will brauchen wir noch einen zweiten. Okay. Wenn ein interessantes Monster keine interessante Frisur haben kann, weiß ich nicht, was aus dieser Welt wird. Ja, Bugs Bunny. Ja. Ja. Das ist Bugs. Für deine herausragenden Leistungen im Speerwurf. Die herausragenden Leistungen an der Karotte. Über sich selbst zu. Nein. Über sich selbst zu lachen heißt, sich selbst zu lieben. Alles, was sie brauchen, ist ein bisschen Magie. Oh, Junge. Das ist unglaublich gerade. Ja, hey, wow. Ja, es ist schön. Es ist nur schön. Er hat einfach Rin-Adlibs benutzt. Schwer. Da das so schwer ist, würde ich gerne noch mal das Oh Junge hören. Oh Junge! Ja! Okay. Der Sonnenbank-Flavor Solarium Flow. Zu Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir die Kerbe, sagt mir jetzt, wer ist straighter. Das ist der Sonnenbank-Flavor. Wow. Wow. Musst mich jetzt hochschrauben. Ist es. Nö. Vielen lieben Dank für deinen Service. Ja, danke. Mich sehr gefreut. Schauen wir doch mal. Da fehlt nur der Raumanzug. Ich weiß nicht, was du meinst. Manchmal benehmt ihr euch chaotischer als eine Klapperschlange in einem Gurkenglas. Der bin ich. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Sandy. Ich schwöre auf meine Mutter, in Deutschland stehen 5000 Kronen auf. Einfach 4000 Kronen und Sandy, Digga.
Es ist nicht, willst du jetzt mal sagen? Es ist Sandy. Und das Zitat ist von wem gerade gewesen? Von Manuelsen. Okay. Hallo, hab ich aus Duisburg hat gesagt, nichts ist für immer. Ich hab nichts recherchiert. Glaub es mir, wenn ich sage, ich hab recherchiert. Ich bin ein Freak. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. It's clear, oder? Ein ganz berühmter Spruch von einem guten Abi von mir. Silo Abi aus Duisburg sagt, nichts ist für immer. Nichts ist für immer. Er hat recht. Ich schwöre, nichts ist für immer. Ich habe die Stimme erkannt. Ich habe alles davon gesehen gehabt, leider. Ich habe zu viel Zeit. Okay. Die olle Rübennase denkt wohl, Happy und ich schaffen es nicht, uns einen Weg zu bahnen über das Eisschollenfeld. Ja, das ist doch dieses Eisfeld, wo du dann so rüberläufst und dann musst du unter die Kinder und du regst dich auf zu Hause vom Fernsehen. Digga, wie kannst du dir nicht drei Felder merken? Also ich hätte jetzt nur aufgrund von dem Inhalt. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, ich achte fast gar nicht auf das. Ja, ich merke schon. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste, der die Eisschorle überstanden hat, ohne Fehler. Sehr aufmerksam. Du hast versucht, einen freien Vogel einzusperren. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt. Entschuldigung, das heißt einsperren. Ich habe aufgehört zuzuhören. Warum hast du nicht aufgehört zu reden? Guter Spruch. Das ist wahre Weisheit. Ja, der Drittgeborene von Peter und Lois. Griffin. Der philosophischste. Ich habe bestimmt letztes Mal vor 5-6 Jahren Family Guy geguckt, aber ich erinnere mich doch. Dem ist nichts hinzuzufügen. Für Sie. Danke sehr. Das ist doch eine ganz klare Kiste hier. Müssen wir auf jeden Fall auch nichts mehr umändern. Ich denke, das ist ganz eindeutig. Wir gucken jetzt im Hintergrund, ob alles stimmt. Okay, dann dürft ihr euch jetzt umdrehen. Ha, 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 ha. Surprise, surprise. Hey! Stark. Wir waren richtig. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ihr auch. Ja, unglaublich. Danke für eure Arbeit über die letzten Jahrzehnte. Ja, aber mehr sogar, was? Wie lange gibt's denn Mickey Mouse und Bugs Bunny, Alter? 30 Jahre. 30 Jahre, Bugs! 33. Oh. 31. Ey, aber klar, Milhouse ist ja auch eine alte Socke. Der ist ja auch zwar klein geblieben, aber den gibt's auch schon eine Weile. Hallo. Hallo. Wie ist denn dein richtiger Name? Michaela Amler. Erstmal so gefragt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade bei Simpsons, vielleicht ist das aber auch normal, werden viele kleine Jungsstimmen von Mädchen, von Frauen gesprochen. Ja, genau. Ja, okay. Bart auch, ne? Ja. Wenn du jetzt einen Jungen nimmst, der 8, 9 oder 10 ist, dann kommt der in Stimmbruch irgendwann. Ah. Und die Mädchen meistens nicht. Ja. Stimmt, deswegen wird auch wahrscheinlich im Anime immer der Protagonist von links gesprochen. Von Frauen. Es gibt neue Folgen, also es wird immer weiter produziert. Jedes Jahr 11 neue Folgen. Hallo. Hi. Ich bin Sven Plate. Hallo Sven. Hallo Sven. Schön, dich kennenzulernen. Eine große Freude und Ehre. Ebenfalls. Ich meine, das sagt wahrscheinlich jeder, aber ich möchte es trotzdem sagen. Kannst du einmal Is Was Dog sagen? Is Was Dog? Ja, es ist was. Gespenstisch. Es ist was, auf jeden Fall. Ja, da ist was, da regt sich einiges in mir gerade. Sandy. Sandy Cheeks, Mann. Yeah. Hast du Bock auf eine Runde Karate? Mein richtiger Name ist Kathleen Gavlich. Ich muss sagen, Sandy war auf jeden Fall immer mein favorite Character bei SpongeBob. Verstehe ich sehr gut, es geht mir auch so. Also wenn man dann wirklich echt nochmal alles aus sich rausholen kann, man kann nochmal Kind sein, man kann nochmal richtig schön blöd sein. Ja. Macht Spaß, ja. Wobei, ich glaube, Sandy war schon die Erwachsenste von SpongeBob. Naja, sie hat natürlich den Überblick, aber sie ist schon auch für Blödsinn zu haben, ne? Mario von Jascharow, ich bin die... Unter anderem die deutsche Stimme von Mickey. Der Vater von Connor. Der Vater von Connor! Ich habe neulich mal mit Connor sogar aufgenommen im Studio. Er meinte, ich habe nicht so viel Talent dafür, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Meine Mutter ist von diesem. Die ganze Zeit diese hohe Stimme ist sie durchgedreht irgendwann. Ich kenne das. Mich haben Kollegen schon angerufen und gesagt: Mario, du nervst mich so total. Jeden Morgen machen meine Kinder. Oh Junge! Und ich muss mir das anhören. Tabaluga. Drachenzeit. Hallo, klingt man, hört man sofort, ne? Aber woher kenne ich die Stimme noch? Jax Teller. Nee, kenn ich Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy kenne ich aber nicht. Also Charlie Hunnam spreche ich eigentlich immer. In Pacific Rim als Roboterpilot. King Arthur hat er gedreht mit Guy Ritchie. Gentleman. Oh. The Gentleman. Und dann bin ich aber auch noch Travis Fimmel. Und zwar bin ich der alte Wikinger Ragnar Lodbrok. Hallo, ich bin Manuel Straube. Hallo Manuel. Und ich bin Stewie. Griffin. Krass. Kannst du dich mit dem Charakter identifizieren? Ja, voll, auf jeden Fall. Ich finde das cool bei ihm, dass er halt eben so, er ist ein Baby, ne? Er ist einerseits ein totales Baby, andererseits entwickelt er halt einfach Weltzerstörungsmaschinen und die Zeitmaschine und ist mit Brian unterwegs und keine Ahnung. Also ich finde, also es ist wirklich eine meiner Lieblingsrollen und ja, und dann auch so lange schon. Ja.
Vor allem, du hast ja noch Rollen in den Rollen. Der verkleidet sich ja auch und, ja, und reist durch die Zeit und ist, und dann ist dann er irgendwie so eine Frau als Lady. Ja, ja, genau. Und dann ist er mal irgendwie so ein Vorstandsvorsitzender wieder auf der anderen Seite. Ja, genau. Wie lange sprichst du schon, Sandy? Oh, ich meinte neulich mal 10 Jahre, dann kriegte jemand hinter mir einen Lachkrampf. Es sollen über 20 sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich will es auch gar nicht wissen, weil das heißt ja, man ist älter geworden. Also auch von Anfang an dabei dann, ne? Ja. Ja. Also ich habe, glaube ich, ab 1994... Bist du jetzt mit Absicht gerade wie Bugs Bunny oder ist das deine normale Stimme? Das ist meine normale Stimme. Oh, ist das krass. Oh Gott, ist das krass. Also ab 1994 ungefähr, 96 war der Space Jam, der erste Teil. Ja, na klar. Und 94 war aber so ungefähr, also fast nächstes Jahr hätte ich 30-Jähriges. Wow. Was hast du noch so gesprochen in deinen 43 Jahren? Natürlich ganz viel. Reich und schön, 18 Jahre die Dala, das wird euch... Reich und schön habe ich geguckt. Die Doofe, die immer so sagt, oh Miss Petra, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es geht. Und Maggie. Oh, naja. Stimmt, wer spricht eigentlich Maggie? Wir sehen die nie im Studio. Hättest du das gedacht, wann hast du damit angefangen? Was meinst du? Vor 33 Jahren. Hättest du da gedacht, dass Mickey Mouse eine Ikone wird? Nein, nein. Und was sprichst du noch so? Naja, vielleicht sagt euch die Elizabeth Banks aus Tribute von Panem was? Katniss Everdeen, die also die Lose zieht. Oh. Diese kleine Durchgeknallte. Wen sprichst du denn noch außer Will Wheaton? Genau. Also der bekannteste wahrscheinlich Will Wheaton. Wer ist das? Aus Star Trek Next Generation zum Beispiel. Oder bei Big Bang Theory war er der Gegenspieler von Sheldon. Ja. Als er selber, ne? Genau. Okay, da habe ich auch diesen Menschen kennengelernt, der mich sehr geprägt hat. Auch, weil ich habe auch bei ihm viel gemacht und gesprochen als Kind. Wir haben Akira gemacht zum Beispiel. Akira, diesen Anime? Ja, da hat er Regie gemacht. Und das, aber die erste Synchron. Akira! Ja, genau das. Genau das habe ich gerade. Dann durfte ich bei ihm zum Beispiel, und das ist auch für mich eine ganz große Ehre, durfte ich Kurt Russell sprechen. Guizdo aus Die Drachenjäger, damals unter der Regie von Mario. Und Map die Karte. I'm the map, I'm the map, I'm the map, I'm the map, bin die Karte! Kennt auch noch viele. Von Dora. Dora. Das kenne ich nur auf Englisch. Das kennen ziemlich viele. Ja. Du bist einmal Bubbles bei Powerpuff Girl. Ja. Bo! Herr Professor, ich habe da ein Haustier. Es ist zwar ein bisschen groß, ein Walfisch. Es guckt ein bisschen zum Fenster raus. Aber oh mein Gott! Halten, oder? Ach geil. Ich mach mir kurz Sorgen, wie viel Fernseher habe ich eigentlich als Kind geguckt, dass ich das alles kenne. Das ist leider ein bisschen vorbei. Ja, also ich habe angefangen mit der Singstimme für den Simba im König der Löwen, boah, aber in der Originalfassung, also... Wahnsinn. Ich will jetzt 94. gleich König sein. Genau. Boah, Alter. Genau, das war die erste Rolle. Und dann habe ich so Sachen gemacht wie, also ich spreche meistens Martin Freeman, den Hobbit. Ja, natürlich. Nee, ich liebe den, weil er auch so ein Loser ist. Ich sag dir, das ist heutzutage... Sag's nicht nochmal. Okay. Immer unglücklich in Lisa verliebt. Aber der war doch schon mal mit Lisa zusammen. Naja, nicht so richtig. Also, sie wollte mal sein Eis haben. Nee, sie war... Da war's aus. Einmal wollte sie was von ihm. Ja, weil sie sein Eis wollte. Und da hat er durchschaut. Da war er mal klug. Nee, einmal hat er sie abgelehnt und dann dachte sie so, oh, warum ist er so? War das nicht ein Traum? Kann sein. Ich glaube an ihn. Spirit Animal, ich bin mit raus. Aber er ist wahnsinnig beliebt. Ich habe einen Social-Media-Kanal, wo ich halt Synchronsprecher interviewe. 270 Synchronsprecher jetzt interviewt und versuche halt die Stimmen zu zeigen. Und weil es immer nur Ein-Minuten-Interviews sind, heißt es der Ein-Minuten-Star. Und Synchronsprecher werden auch, glaube ich, gerade immer präsenter, auf vielen Conventions mittlerweile eingeladen. Ja, ich bin Fan. Vor allen Dingen von den Momenten, wenn die dann nicht aufhören zu reden und so, das war's jetzt. Tschüss. Jimmy Neutron? Ja! Aber wen kennst du noch? Wen sprichst du denn noch? Lucifer, die Linda, die Psychologin. Das habe ich nie gesehen. Rose aus Two and a Half Men. Die sie immer beim Balkon kommt und sagt, Charlie, du liebst mich, du weißt es nur noch nicht. Oh mein Gott. Okay, ja, das sagt mir dann wieder was. Ich habe am Theater gespielt, vor Urzeiten. Und selbst mit so einer Rolle wie Mickey Mouse oder dieser Wahnsinnscharge, die Kathleen macht, mit den Stimmfalten. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, siehst du. Und wenn ich meine Mickey Mouse spreche, bevor ich also in dem Falsett was mache, spiele ich die Situation in der Normalstimme. Also im Sinne von, oh, hallo Pluto. Ja. Oh, hallo Pluto. Diese Stimme hat sehr viele Vorteile. Also wenn man blöd angebaggert wird als Frau und dann holt man die Stimme raus. Entschuldige bitte, was willst du von mir? Ja. Aber wenn du sagst Simbas Singstimme, dann hast du nur den Gesang gemacht. Genau. Ja gut, ich meine, da war ich 9.
Also dementsprechend, ich kann das Lied noch auswendig, ja. Aber in der Stimme geht es nicht mehr. In der Stimmlage geht das nicht mehr. Syndrome war ich bei den Unglaublichen. Boah, ja, jetzt wo du es sagst. Ja. Dann auch für die kleineren, Phineas und Ferb, Phineas gesprochen, Drake und Josh, und... Boah, Drake, das kriege ich auch noch. Ja? Ja, das war so meine kleine Schwester. Jetzt reicht's aber gleich. Das war so ihre Generation. Jetzt reicht's aber gleich. Ich kann da ewig weitermachen. Jetzt aber raus hier, Ja, mit Tabaluga, das kam zustande, weil ich vorher die Dinos gesprochen habe, den Robbie Sinclair, den Sohn. Ich liebe die Dinos. Digga. Ja, nicht die Mama. Nicht die Mama. Und Robbie war aber der Sohn, ne? Robbie war der Sohn. Ja, dann gab es ja noch Charlene. Weil das ja ein Dino war, lag der Drache nahe. Und das war dieselbe Synchronfirma. Und so kam das dann, dass ich dann quasi von dem einen Drachen zu einem, von dem Dino zu einem Drachen gekommen. Der Dinozug? War das noch eure Generation? Dinozug? Der Schaffner? Hallo Leute, zurückbleiben! Oder in den Evil Webel in Yu-Gi-Oh! Webel? Wer war denn Webel bei Yu-Gi-Oh? Okay, Yu-Gi-Oh! Dieser Kleb mit Käferschwanz, ja, genau. Oder so? Boah, krass. Aber hauptsächlich schreibe ich die Bücher für Synchronserien und mache dann die Regie. Und bringe das in die Form, die man braucht, dass der Rhythmus stimmt zum Mund, dass die Figurensprache zu der Figur passt. Der Professor spricht anders als ein Arbeiter. Stimmt, und ja. Das wäre auch wahnsinnig spannend, so dieser Prozess, bis das mal fertig ist. Und Hut ab. Ja. Wow. Ja. Aber ich habe auch viel Buch und Regie gemacht und viel Werbung, sehr viel Werbung. Voice-Over und Kommentar. Okay. Ja. Alles, was man in der Stunde so macht. Auch so für Dokus und so wahrscheinlich. Dokus, sehr viel Dokus, genau. Das mache ich sehr gern. Fräulein Dori bei Shin-Chan. Oh ja, die war ein bisschen streng. Aber eigentlich im Herzen sehr gutmütig. Ja, sie hat uns erzogen. Natürlich. Wir haben uns alle erzogen. Ja. Ah, okay. Genau, also ich war als Kind sehr viel im Studio und hatte halt einfach Studioerfahrung und dann bin ich zu dem Casting hingegangen, was ein öffentlicher Castingaufruf war. Und dann war ich damals in München und habe das da mitgemacht. Dann wurde ich nach Berlin eingeladen und dann habe ich da das Casting bekommen. Und dann habe ich das gesungen, weil also der Sprecher Julius Jelinek, der war schon drauf und sie haben halt quasi einen Voice-Match gesucht für die Gesangsstimme. Krass, abgefahren. Genau. Jeder sagt, tu dies. Jeder sagt, tu das. Jeder sagt, hör mal. Und dann? Jeder sagt, hör mal. Na, hör mal. Immer frei in voller Fahrt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Frei und nur auf meine Art. Genau, stimmt, dann kann man noch diese ganzen... Spider-Man 2099. Yes, dear. Okay. Stimmt, oh mein Gott, Digga! Warte, oh mein Gott. Okay. Das ist für mich der beste Film, den ich je im Kino gesehen habe. Und diese Stimme war so, ich hab's gehört, ich dachte so, boah, ey. Okay, ich bin jetzt Miles Morales, okay? Ich bin so, ja. Ich muss meine Familie retten. Du wirst keine Chance haben, deine Familie zu retten. Nicht solange ich hier das Sagen habe. Nein, nein, nein. Du bist hier nicht erwünscht. Du bist hier nicht erwünscht! Bro, ich bin ein Kind von ihm. Sean William Scott, bist du ja die Stimme? Der Stiffmeister. Stifler? Ja, ich bin Stifler auch. Heimscheißer, wir sehen uns! Richtiger Stifler, ne? Ganz kurz, bevor. Wir haben gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ja, Schaller. Danke für den Einblick. Ja, geil. Vielen, vielen Dank. Kinder. Also, ich weiß nicht, mir fällt gerade keine weitere Frage ein, aber du hast ja auch echt viel geredet schon. Geil, danke schön. Keine weiteren Fragen, euer. Okay, ja. Danke sehr, hat mich sehr gefreut. Ding, 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 ding. Ihr habt alles richtig geraten. Aber Tabaluga wäre ich nicht drauf gekommen. Also ich habe irgendwie... Ist ja auch lange her. Ja, ja. Ist nicht so präsent wie andere Filme. Ich hab's erstens nicht gewusst und zweitens hätte ich jetzt nicht irgendwie seine Sprechstimme, weil ich kenne die ja von zum Beispiel Typisch Andy, da war ja Musch, dieser Pizza-Liefertypi. Oh. Genau. Und die Stimme und dann Tabaluga, so die Verlinkung habe ich gar nicht gehabt. Es war easy, aber das macht's nicht weniger wertvoll. Wir hatten halt die Legenden da, einer nach dem anderen. Also alleine mich mit den Leuten zu unterhalten, das muss ja um nichts gehen, aber diese Stimme zu hören, weil die so vertraut ist für einen auch, das ist ja irgendwie, glaube ich, so. Vor allem bei Bugs hier gerade, der hat halt einfach seine echte Stimme, ist Bugs Bunny. Ja! Also muss ja auch die Mühe geben, Bugs Bunny oder Mickey Mouse nicht zu erkennen. Es ging auch vor allem eher darum, ey, klar, dass wir die erkennen, aber wir haben die einfach getroffen. Ja. Wir haben einfach die Stimme von Mickey Mouse getroffen, von Sandy. Einfach von Miguel O'Hara, von Spider-Man. Ja, dann sprechen ja noch so viele. Also wir haben nicht nur die getroffen, die standen. Wir wissen auch gar nicht, wen die noch sprechen. Ja, ja. Erstmal gleich googeln gehen und gucken, was sie so machen. Das ist schon mal krass, irgendwie so Gesichter zu den Stimmen zu sehen. Geil. Danke euch. Schon gesund, Leute. Danke euch. Das war's. Dankeschön.